Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und heute eine neue Folge angezockt. Aber anders als sonst habe ich mir hier bei Destiny 2 ja ein wenig schon selber gegönnt, beziehungsweise eigentlich sehr viel. Die ganze Story ist so gesehen schon durch und da dachte ich mir, was zeige ich euch denn da jetzt? Weil ja, die Story habe ich euch deswegen nicht gezeigt, weil ganz ehrlich, streamt jeder, es zeigt jeder auf YouTube. Das ist jetzt nichts so ganz Besonderes mehr. Aber ich habe ja hier meinen kleinen Jäger. Und wir sind hier schon praktisch bei den Hütern auf dem Reisenden angekommen. Das ist sozusagen unsere Basis, wo alle die ganze Magie passiert, sage ich mal. Und ja, da dachte ich mir, zeige ich euch mal, das ist mein Charakter. Level 20 ist sozusagen Maximallevel. Danach verbessert ihr dann euren Char. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten. Und was natürlich dann das Spannende ist, ich habe hier Ultimates. Revolverheld, Arcus Akrobat und den zerbrochenen Pfeil. Und den zerbrochenen Pfeil, die Mission machen wir jetzt mal zusammen. Es gibt ansonsten noch ganz vieles an Transportmittel, an Schiffen und so weiter und so fort. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr, wie will ich sagen, sehr viel drin in dem Spiel. Aber, und natürlich ist es halt auch das gute alte Looten, wie immer. Klar, man will die neuen besten Items bekommen, das ist ja nichts Neues. Aber jetzt will ich mit euch zusammen hier mal die Mission machen für das Ganze. Und dann ist es auch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, erklärender. Deswegen müssen wir jetzt hier zum Stück des Reisenden, da müssen wir hin. Da starten wir jetzt sozusagen vom Reisenden hoch in die Luft Richtung Weltraum, das ist dann das Schiff. Einen ganzen wirklichen Nutzen hat das Ganze nicht. Es ist so rein einfach nochmal visuell gestaltet. Ansonsten, wer sich fragt, was ist denn Destiny überhaupt? Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, ganz, ganz plump gesagt, aus Halo und Diablo. Warum Halo, warum Diablo? Halo, weil einfach der Shooter-Part so unfassbar ähnlich ist. Aber anscheinend passiert ja immer Gutes. Und Diablo wegen dem Item-Sammeln eben. So, wir sind jetzt hier auf der Erde. Dann habe ich hier mein kleines Gefährt. In Chrom gehalten. Optisch ist das Spiel ein Genuss für die Augen. Absolut wunderschönes Game. Deswegen glaube, gerade wie hier das jetzt in 4K seht, da kommt es mal richtig zur Geltung. Wenn ihr es gerade in 4K sehen könnt. Aber ansonsten auch ohne 4K. Schaut das Spiel schon wirklich sehr, sehr toll aus. Jetzt, wie gesagt, gehe ich hier zum Bruchstück. Du hast dich nicht verändert, Portal. Immer noch groß. Und wir waren hier schon mal für die zweite Fertigkeit und jetzt bekommen wir eben unsere dritte Fertigkeit. So sieht es zumindest aus. Vielleicht ja auch nicht, vielleicht vertue ich mich auch vollkommen. Kann ich euch so genau gar nicht sagen. Ich habe hier auf jeden Fall ein Snipergewehr und zweimal Automatikgewehre. Das ist so meine Lieblingsgewehrart hier in dem Spiel. Aber wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Man zielt, bevor man den Bogen spannt. Ja, ich weiß, dass das nicht so viel Sinn macht, aber es ist die Lehre. Also zielt man mitten im Gefecht. Man visiert das Ziel. Aha. Kommen schon wieder wohl böse. Hey, wir haben Gesellschaft. Die Besessene ist eine der Gegnerrassen, kann man sagen. In dem Spiel gibt es mehrere. Die wächst, die Rote Armee. Hier die Besessenen und so weiter und so fort. Coole Nahangriffsattacken mit dem Messer hier in dem Fall, dass hier auch explodieren würde. Oder wenn ich mal am Nachladen bin, dann kann ich das natürlich oldschool machen. Oder zack, mit einem coolen Sprung, im Sprung nachgeladen. Hier liegt ein Loot. So schaut das aus. Also in dem Fall ein blauer Stiefel. Das sind jetzt so die ganz einfachen Gegner. Die machen noch nicht wirklich große Probleme.
sagte er und ist fast tot. Ah, das ist ein Captain. Captains sind natürlich schon eine etwas andere Hausnummer. Aber die haben nämlich ein Schild. Aber das ist alles noch Pillepalle. Da wird wahrscheinlich gleich ein bisschen noch mehr passieren. Ich glaube, in das Portal müssen wir jetzt auch rein. Ja, gehen wir einfach mal rein. Wie immer. Man geht in so ein dunkles, finsternes und abschreckendes Portal. Geht man einfach mal rein und schaut, was passiert. Noch eine Projektion. Der Edelmütige stand und die Leute sahen zu ihm auf. Er war ein Leuchtfeuer der Hoffnung in Gestalt eines Mannes und doch nicht mehr. Und in dieser Wahrheit lag ein großes Versprechen. Wenn ein Mann sich gegen die Nacht behaupten kann... Keine Ahnung, was der von mir will. So, gucken wir mal da rein. Also wie gesagt, der Shooter-Part, so wie es sich anfühlt, ist sehr, sehr, sehr gelungen. Also es ist sehr rund, es ist nicht zu schnell, es ist aber nicht zu langsam. Also für mich so als, ja, ein älterer, aber ja, doch vielleicht ein bisschen ruhigerer Shooter-Spieler, so der PUBG ganz gern mag. Für den ist das wirklich ganz, ganz gut geworden. Also man hat schon noch sehr satte Action, aber man ist nicht überfordert in dem Augenblick damit. Also da ist so ein Call of Duty oder so für mich ja noch viel, viel, viel schwieriger, sag ich mal. Das Bruchstück muss noch etwas Licht in sich tragen. So, jetzt dürfen wir mal mit dem Bruchstück kommunizieren. Der Reisende ist sozusagen die allgegenwärtige Macht bei Destiny. Scheinbar werde ich jetzt zum Bogenhelden. Hat zumindest den Anschein. Zeig den Besessenen, was du gelernt hast. So, und jetzt habe ich mit meiner Ultimate, die ich selber... Jetzt, ach, das jetzt, ist das jetzt gut? Also ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Ach, der hält den dann sozusagen fest. So sieht das aus. Ihr seht es ja. Also die Animation selber ist sehr lässig gemacht, allgemein. Also der Style von dem Spiel ist wirklich richtig, richtig nice. So, jetzt darf ich mir einen Ausweg erkämpfen. Und ihr seht schon, da geht schon einiges. Action kann man nicht sagen, dass das Game vermissen lässt. Ja, und da gehen die ganz schön satt und schön schnell down. Ziel abgeschlossen. Ah, da hinten kommen noch ein paar Gegner.
Auch die Hexe, die eigentlich schon sehr stark ist, die wird da ganz ratzifatz weggeholt. Zack, und wieder den nächsten Pfeil. Also, ja, doch. Das geht schon. Und durch, man bekommt nicht nur Ultimates dann da sozusagen, sondern auch andere Granatenarten. Und so weiter und so fort. Also, jede Skillung hat sozusagen seine Eigenheiten. Und man kann natürlich die perfekt kombinieren, diese Ultimate scheinbar mit der Granate dann. Wie man sieht, klappt es sehr, sehr fein. Man muss aber aufpassen, weil natürlich machen die schon... Gerade so hier, das ist so ein gelber Gegner, die sind schon richtig ekelhaft. Einfach mal das Messer reingedrückt. Und ihr seht, Action hat man in dem Game. Also wer sagt, an Action mangelt es ihm bei Destiny, oh, der spielt ein anderes Spiel als ich. Ich würde ja auch gerne noch die anderen Ultimates zeigen, weil... Und jetzt ist auch die Hexe tot. Gut gemacht. Lass uns hier verschwinden. Und auch mein Geist ist zufrieden mit der Action. Und damit haben wir sozusagen unseren dritten. Ich weiß nicht, warum der Reisende uns immer wieder seine Kräfte schenkt. Hier bekommen. Es muss doch auch andere da draußen geben, die für Gerechtigkeit kämpfen. Die Mission ist auch dann damit beendet, also. Und jetzt können wir wieder im Navigator, das ist sozusagen jetzt hier. Kann man den Fokus wechseln, natürlich. Ihr seht, es gibt. Wer ist dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Das war noch meine Twitch-Taste. Seht es mir nach. Mit F1 kann man also das Ganze wählen. Es gibt hier eben drei Spezialisierungen. Der Akrobat, der geht so ein bisschen ab wie so ein kleiner, wie ein Jedi, kann man sagen. Der Nachtpirscher, das ist der, den wir gerade eben gesehen haben. Man kann auch jeden nochmal sozusagen weiter skillen. Und natürlich den Revolverhelden, der hat so eine goldene Kanone und geht ab. Und wie gesagt, hier holt ihr euch dann neue Waffen. Automatikgewehre, Sturmgewehre. Es gibt eigentlich alles an Gewehren, was ihr euch vorstellen oder was ihr euch wünschen könntet. Also da auch sehr, sehr viel drin. Und vielleicht noch kurz erklärt, um was es noch so gibt. Es gibt Strikes. Weil wenn man wie jetzt Level 20 ist und die Story durch hat, dann heißt es, das Spiel fängt nicht oder hört nicht erst auf, sondern ganz im Gegenteil, es fängt erst an. Strikes ist so eine Art PvE Möglichkeit mit einem Dreier-Einsatztrupp im Koop dann die Missionen zu spielen und am Ende Bosskämpfe zu haben. Und am Ende der Bosskämpfe gibt es dann Loot. Wer aber sagt, nee, ich will hier in den Schmelztiegel, ich will mich mit Gegnern der meiner Klasse oder meines Wesens, also in dem Fall Menschen, PvP also, duellieren, gar kein Problem. Und ansonsten kommt man hier auf diese Planeten. Das sind hier die vier sozusagen spielbaren. Man kann natürlich auch auf den Planeten dann auch verschiedene Missionen machen. Es gibt Abenteuer, es gibt hier Quests, die ihr macht. Es gibt immer
öffentliche Events für alle drum und dran. Also ist es sehr, sehr umfangreich. Ja, das war's, was ich euch heute zeigen will. Kann sein, dass ich euch definitiv noch einmal in die Welt von Destiny führen werde. Aber heute reicht's dann. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei euren Spielen. Falls ihr Destiny habt, sagt doch mal eure Meinung. Ich werde sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.